Hallo und herzlich willkommen zurück bei We Happy Few. Wir sind ja immer noch auf Sally und ich dachte, ich hau jetzt mal noch eine Aufnahme raus, schau mal, wie weit ich komme, da wir ja bestimmt auch nicht mehr so weit entfernt sind, um das Spiel abzuschließen, wenn ich mal überlege, wie viele Folgen ich dafür habe. Oh Gott, mich sollte man mal sehen, wenn ich ein Witcher spiele, ja, mit den ganzen Nebenquests und so weiter. Oi. Oder Skyrim. Ich glaube, ich habe das noch nie drüber hinaus geschafft, dass wir... Warte mal, lass mich überlegen. Hochrotgar, glaube ich. So. Drüber hinaus habe ich es eigentlich so gut wie nie geschafft. Weil ich halt doch die meiste Zeit mit Nebenquests beschäftigt bin. Immer und überall. So, Moment. Jetzt müssen wir hier kurz mal... Wir müssen was trinken. Aber ich habe nur noch dieses eine reine Wasser hier. Scheiße. Okay, hier mit... Ach stimmt, da mussten wir irgendwie außen rum gehen, ne? Da. Da ist ein Knopf. So. Aber warte mal. Wir gehen doch gerade wieder... Ach so, wir müssen hier hin. Ach verdammt. Geht's jetzt? Oder bin ich immer noch offiziell da drin? Nee, das geht nicht. Pass mal auf. Wir haben wieder 9 Punkte. Das haben wir. Immer Raserei. Okay, den doppelten Schaden bei niedriger Gesundheit. Abgehärtet. Wählerisch. Eisenmagen. Isst verfaulte Nahrung, ohne dass der schlecht wird. Das ist natürlich nicht schlecht. Ohr am Boden, bemerke Fußstapfen. Leute vertrauen dir eher, wenn du mit ihnen sprichst. Leichendieb. Und die Raserei. Was kommt denn hier noch? Da kommt noch Alchemist. Und da kommt noch Doppelt. Okay. Muss immer so ein bisschen schauen, was man denn so... Oh, warte mal. Wo ist denn das mit dem, dass man nicht mehr entdeckt wird, wenn man... Was war denn das? Hier gibt es nichts zu sehen. Das war das hier. Gut, wenn wir mal sagen, gehen wir auch in die Richtung. Weil es einfach praktisch ist. Moment, ich muss Klamotten wechseln. Wir sind ja gerade draußen. Und ich habe keinen Bock auf Stress. You did it, didn't you? Natürlich. Alles, immer, jederzeit. Du weißt, dass ich nur gerannt bin, ne? Ja, ich glaube, die haben schon aufgegeben, bevor sie aufgegeben haben. Ich weiß nicht so genau, warum die mich angreifen, weil eigentlich stört die Leute das doch hier draußen nicht, wenn wir rennen. Stehe ich nicht so ganz. You murderer! Wetten? Wenn ich das will? Warte mal, ich muss meinen Finger auf V tun, falls hier irgendwo so eine blöde Tonne kommt. Ach, was war das denn? Bist du jetzt unter dem Zaun durch, oder was? So, Ausdauer wieder voll. Haben wir die jetzt endlich alle los? Ja, gut. So, Sallys altes Haus. Wieso unerlaubt? Ich dachte so. Well, young Miss Boyle. You know there's a curfew. You don't want some Fritz to shoot you dead, do you? Sorry, sir. Let's get you home. You had another fight with your mum, didn't you? Why don't I put in a good word? Mrs. Boyle, I've got a young lady out here who, I'm sorry. They don't seem to be at home. What? Let me go in. They're not at home. Let me take you to the station for a cup of tea. What happened? Let me in. Best you don't go in, miss. Cup of tea's best. What did she do? What did she do? What did she do? Okay.
Ja, unser altes Zuhause und... Er wollte nicht, dass wir das sehen, wahrscheinlich, was hier drin passiert ist. Oh. Jetzt kann ich auch verstehen, warum. Father Boyle. An alle Bürger mit Kindern. Ach du meine Güte. 1. Juli 1947. Hinweis für alle Bürger mit Kindern. Gemäß der Anweisung der Besatzungsbehörde sollten nun alle Kinder, die am 22. Juli unter 13 Jahre alt sind, beim Stadtsekretär gemeldet worden sein. Bitte bringt eure Kinder am 22. Juli um 9 Uhr zum Bahnhof Wellington Wells, damit sie nach Deutschland gebracht werden können. Anbei ist eine Liste von Kleidung und Vorräten, die sie für ihre Reise brauchen werden. Es ist zu beachten, dass für Kinder, die zum Bettnässen neigen, Gummihosen und Servietten zur Verfügung gestellt werden müssen. Vor der Reise sollten Schulkinder am 9. Juli an einer Ganztageseinführung in der Gesamtschule von Wellington Wells teilnehmen. Mittagessen ist mitzunehmen. Miss Victoria Bing leitet eine Einführung für jüngere Kinder am 20. Juli mit Liedern und Spielen, die sie auf ihre Reise nach Deutschland vorbereiten sollen. Es ist wesentlich, dass Eltern diese Reise als aufregende Gelegenheit für die Kleinen darstellen, um Angstzustände auf dem Bahnhof zu vermeiden. Bitte seid versichert, dass die Abwesenheit der Kinder nur temporär sein wird. Ja, ihr quasselt mir die ganze Zeit hier rein. Mensch. Okay, Mutter Boyle. And Mum said, you don't have to worry about the train. No one's going on the train. Shut up, Sally. You're a big girl. Stop crying. Ach doch, ich wollte gerade fragen, ob wir eine Taschenlampe haben. Aber jo. Okay, also ich glaube irgendwie die Mutter hat die umgebracht. Also aus dem Grund, dass sie nicht mit dem Zug fahren. Also irgendwie so in der Art auf jeden Fall. Johannisbeere. Aber wenn es unser altes Haus ist, verstehen die so ganz, warum das hier im Endeffekt sozusagen stehlen ist. Verfaulte Kartoffel. Ah ne, da bräuchte ich erst den Skillpunkt. Das nehme ich mal nicht mit. Noch Kessel. Sonst ist hier nichts, wie es aussieht. Okay, hier kommen wir auch nicht durch. Ist doch jemand bestimmt im Haus, oder? Ich wusste es, dass noch eine zweite dazu kommt. Ich wusste es einfach, dass noch eine von hinten kommt. Ich wusste es. Jetzt komm mal wieder runter. So. This is a lot more satisfying than undermining the other girl's confidence. Das sind diese Besessenen. Warte mal, ich muss mal kurz einen Heilbalsam benutzen. Ich vergesse immer, dass sie nichts aushält. Und dass ich etwas mehr aufpassen muss. Moment, Leuchte. Ah, die ist natürlich schon fast leer, ne? Muss ein bisschen aufpassen. Eine Topfpflanze zum Verstecken, TV. Okay, sonst ist hier nichts zum Sammeln, wie es aussieht. Unten ist noch jemand. Das Fenster können wir nicht aufmachen. Alles klar. Hier ist so ein Schreibtisch, da können wir uns verstecken. Aber ich glaube, viele werden hier nicht mehr sein. Den kann ich wahrscheinlich nicht ausnocken. Nein, kann ich nicht. Lampe, Lampe, genau. Ich muss aufpassen, dass ich nicht getroffen werde, deswegen. Lampe. Aua! Alter!
Sag mal, triffst du den auch mal? Geht doch. Kiss my ass. Okay, wir haben aber auch nichts mehr zu heilen. Das ist natürlich ein bisschen ätzend jetzt. Aber... ja, und wo soll ich jetzt einen Dietrich herbekommen? Kann die einen herstellen? Muss mal schauen. Oh, wir können auch Heilbansam herstellen. Das ist gut. Weil den brauchen wir nämlich mit ihr. Und Verband machen wir auch mal. Weil wir letztes Mal doch das Problem hatten, dass wir gestorben sind. Pass mal auf. Dietrich. Aber ich habe keine ich habe noch eine Bobbinadel. Ach, dein Ernst? Ach, verdammt nochmal. Okay, ich muss mich hier weiter umgucken. Ich brauche noch so eine blöde Bobbinadel. Die gehen eh alle nicht auf. Okay. Toilette. Stofffetzen. Stofffetzen. Phytoplasma. Hm. Ja, wir brauchen eine Bobbinadel. Anders kommen wir da nicht rein. Wir brauchen leider einen Dietrich. Blöd, dass die, die hier gestorben sind, keinen haben. Alles klar. Und sonst, wir haben uns hier überall umgeguckt, oder? Das geht nicht auf. Da haben wir reingeguckt. Da haben wir auch reingeguckt. Okay, gut, dann müssen wir hier mal nochmal raus, vielleicht irgendwo anders einsteigen. Und vielleicht unterwegs auch nochmal ein paar Pflanzen sammeln, damit wir nicht gleich sterben, wenn... ne? Wenn. Das Problem ist, das ist halt wirklich oben drin und ich komme da anders nicht rein. Hier ist eine Luke. Kann man eigentlich auch mal reingucken. Haben wir die schon? Bin ich ganz sicher. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, das war die mit den... mit denen. Hier ist ein Bett. Wenn man Druckluftvorrat, da hat die natürlich gar nichts. Das ist natürlich schon ätzend. Aber ich hätte gerne die Items von Arthur noch. Das wäre cool. Engineering, aha, aha. Aber das Problem ist, hier ist halt leider nichts. Ja, also hier gibt es nichts zu holen. Das vielleicht, aber das bringt ja nichts. Oh wow, wir haben das gemacht. Das hat mir ein bisschen Kohle gebracht, aber auch nicht mehr. Ja, dann gehen wir mal wieder hoch, ne? Weil das bringt ja nichts, hier unten rumzulaufen, wenn hier nichts ist. Okay, ja, müssen wir weiter uns in der Umgebung umschauen, ob wir hier noch in irgendein Haus reinkommen. Gute Frage, mein Freund. Gute Frage. Gute Frage. Jetzt gehen wir hier hin. Hier meine Briefkasten, da ist nicht. Mhm. Das ist eine Mülltonne. Ein Stofffetzen. Das ist auch nicht so prickelnd. Was? Aufzeichnung. Wurde deinem Journal hinzugefügt? Aha. 4. Oktober 1964, Exekutivkomitee Rathaus, The Parade 5, Wellington Wells. Sehr geehrte Damen und Herren, uns ist klar, dass wir in den Garden District verbannt wurden, um den Rest der Gesellschaft von der furchtbaren Erinnerung an uns zu bewahren. Das empfinden wir als ungerecht, denn keine von uns ist willentlich eine Freudlose. Wir verzichten nicht freiwillig auf Freude. So ein Leben würde niemand für sich wählen. Wir sind nur Tunichtgute, weil wir Freude in keinster Weise vertragen. Unsere Körper wehren sich und reagieren heftig. Die Erinnerungen kehren zurück wie ein Feuer gerahmt. Aber das ist sicher nichts Neues. Wir schreiben aus einem anderen Grund. Wir vermissen Onkel Jack. Ja klar, Onkel Jacks Sendungen werden in den Garden District übertragen, aber im Gegensatz zu denen, die wir früher im Dorf sahen, scheint es sich nur um Aufzeichnungen zu handeln. Der Beweis ist, dass dieselben Sendungen
wieder und immer wieder gezeigt werden. Als ich noch eine angesehene normale Bürgerin war, hatte Jack immer etwas Neues zu sagen. Das ist doch sicher nicht nur auf freudvolle Vergesslichkeit zurückzuführen. Könnt ihr uns nicht zeigen, was Jack zurzeit sagt? Und wenn ihr uns schon Aufzeichnungen zeigen müsst, könnten sie nicht wenigstens ab und zu ausgewechselt werden? Wendet euch von uns ab, wenn es sein muss, aber bitte nehmt uns nicht unseren alten Freund Jack. Mit freundlichen Grüßen, Hillary Charkham, Harrison St. Clair in Evelyn Middlewood.